Tja, Mario, ich glaube, du wurdest leider am Traualtar von Peach erneut versetzt. Peach will den guten Mario einfach nicht heiraten oder küssen. Na gut, doch, aber die Nase. Egal. Naja, damit begrüße ich euch aber erst einmal natürlich zu einem neuen Part Super Mario Odyssey. Sehr schwitzend, aber gut. Es ist momentan extremst warm. Hier auf dem Mond dürfte es nicht ganz so warm sein. Denke ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass auf dem Mond paar 20 Grad herrschen. Oder so ähnlich. Naja. Ja, wir sind hier in der Kirche, wo wir Peach vor Bowser retten wollten. Und ja, das gesagt, hier haben wir ein Bild, wo wir reinspringen können, wie in Mario 64 damals. Und dann das Ganze, ja, sozusagen in die Zeit zurückreisen können, wo wir dann diesen Kampf noch einmal bestreiten können. Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Eventuell hat es was mit dem Bild, was man für die lila Coins kaufen kann, zu tun. Wobei, das kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Vielleicht hat es was damit zu tun, wenn man alle Monde in dieser Welt eingesammelt hat oder diesen Kampf nochmal gemacht hat gegen Bowser. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. So, und du kleiner Froggy die Frog, komm mal bitte her. Ich kann deine Hilfe hier, glaube ich, gerade sehr gut gebrauchen, um hier oben aufs Dach zu kommen. Wo wir ein paar weitere Fragmente hier einsammeln können. Oh, da oben haben wir Peach. Aber ich glaube, als Frosch will sie uns nicht unbedingt begrüßen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wow. Ja, hier auf dem Mond kann man extremst hoch springen. Wenn man ein Frosch ist. So, jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wo sind diese ganzen Mondfragmente? Da sehe ich noch eins. Da haben wir noch einen. Da sehe ich noch einen. Na, knapp. Und vielleicht da ganz oben auf der Turmspitze. Ah, Moment. Kann es sein, dass man als Frosch vielleicht da hinten diesen Mond einsammeln kann? Der da hinten ist. Dass wir als Frosch beispielsweise dann eben darüber springen. Wo wir dann möglicherweise... Schade. Hätte ja sein können. Nein, da wollte ich gar nicht runter. Und ja, dann eben als Frosch so hoch springen können, dass wir eben an diesem Mond drankommen. Ich denke, das ist sogar die Möglichkeit, die vom Spiel vorgesehen ist. Weil eine andere Option sehe ich jetzt eigentlich nicht. Verdammt. Eine andere Option darin sehe ich jetzt eigentlich nicht, muss ich mal so ehrlich sagen. Und wo jetzt noch das andere Mondstückchen hier ist, das weiß ich auch nicht wirklich. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die alle hier in dem Abschnitt hier sein müssten.
irgendwo. Aber ich sehe hier keins mehr. Na gut, wir klettern vielleicht nochmal da hoch als Frosch. Notfalls gehen wir dann eben gleich nochmal zu Peach. Die uns... Ach da, okay, ich sehe es. Daneben ist es. Na komm. Hurra, wir haben es geschafft. Und Hopsasa und der Mond. Mondstücke auf dem Mond. Wir sammeln Mondstücke auf dem Mond ein, um einen Mond einzusammeln. Ist das nicht paradox? Ich finde ja irgendwie schon. Na komm. Froggy. Froggy, du musst doch nur dahin zu Peach. Hey Peach. Wie wunderschön, unser Planet. Dort, direkt vor uns, zum Greifen nah. Wir sind ja nur ein paar tausend Kilometer entfernt, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht unbedingt sagen, wie weit genau, aber vielleicht blende ich es mal ein oder ihr könnt es selber googeln, keine Ahnung. Ich muss ja nicht alles für euch tun, oder? Na gut, okay. Wenn ich dann denke, Mais vielleicht. Ich frage mich, wo Zylindrien liegt. Von hier oben aus gesehen ist meine Heimat sicher ganz winzig. Im Vergleich zum All ist die Erde sowieso nur ein kleiner winziger Punkt. Und ein Mensch ist ebenfalls nur ein kleiner noch winzigerer Punkt. Von daher sollte man sich nicht so wichtig auftun, whatever. Man ist nur ein mikroskopisch kleiner Punkt im Vergleich zum Weltall. Oh, dieser Mond segelte aus dem All direkt in meine Hände. Möchtest du ihn vielleicht gerne haben? Gerne doch. Peach im Mondland. Ich war ganz schön lange weg. Jetzt sollte ich nach Hause, sonst machen sich alle anderen womöglich noch Sorgen. Ach, die genießen es, dass du mal weg bist, Peach. Wobei, die sehen dich ja sowieso nie. Du wirst ja immer entführt. Und Mario darf dich dann wieder retten und dann neben sich einen Mond. Da sehe ich einen Mond. Seitlich der Klippe versteckt. Alles klar. Wow, dieser Frosch ist einfach der Wahnsinn. Wie hoch er springen kann. Es ist einfach unfassbar. Ja, ich habe es ja gerade eben mal erwähnt. Es ist momentan extremst warm dafür, dass wir gerade mal April haben. Wir schreiben momentan den 20. April. Und dafür, wir haben beinahe Sommertemperaturen. Na, komm, kriegst du ihn? Nein, das war beinahe. Aber jetzt haben wir ihn. Mit Froschhüpfern hoch hinaus. Okay. Es war auch wirklich so gedacht, dass wir als Frosch... Nein! Wow. Nochmal gerade so gerettet, auch wenn ich dafür den Frosch opfern musste. Aber sieht für mich eigentlich so aus, dass wir ihn jetzt nicht mehr wirklich brauchen. Wir können ja mal ganz kurz hier nachgucken. Wir haben jetzt 16 von 38 Monden. Okay. Unter der Bowser-Statue. Ich denke mal, das hat irgendwas mit unten, also in diesem Untergeschoss zu tun. Womit denke ich mal auch bald mal hingehen könnten.
Aber ich glaube, wir gehen noch mal ganz kurz zur Odyssee zurück. Nicht, weil ich jetzt schon wieder die Welt hier verlassen will, nein. Sondern einfach, weil wir ja diesen Mondquader aktiviert haben. Und ich jetzt mal gucken will, ob es hier am Anfang noch irgendwas Neues gibt, nachdem wir das freigeschaltet haben. Also nachdem wir ihn aktiviert haben. Das kann ja sein. Und deshalb gehen wir einfach mal kurz zurück. Steuern gegen dieses komische Felsen-Dingenskirchen da. Und gucken uns mal ein wenig um. Ja, Luigis Ballon-Dingsjagd hier werden wir uns auch nochmal angucken. Dann eben in einem Stream. Wir haben ja jetzt einmal das, glaube ich, gezeigt. In der Wüste, meine ich. Und da ich daraufhin mal gefragt wurde, ob ich nicht Monde von euch suchen könnte, habe ich mir gedacht, okay, das werde ich dann eben irgendwann mal in einem kleinen Stream machen. Und ja, hier ist ein neuer Abschnitt. Anscheinend eine 2D-Passage wieder. Mit der Mondphysik, das kann lustig werden, das kann aber auch böse werden. Wow. Man kann hier also auch raus... Na komm. Raus springen. Und wird dann wieder von der Anziehung, der Erdanziehung hier erwischt. Okay. Interessant. Ein nettes Konzept, wo man aber auch ein bisschen anscheinend aufpassen muss, wie man hier läuft. Okay, daneben darf ich schon mal nicht hin, weil da sterbe ich. Da ist irgendwie Lava. Nein! Ich hab's doch noch gesagt. Das war jetzt nicht ganz so schlau, aber gut. Und ja, da ich auch gefragt wurde von Luck Nintendo oder ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Oder ich hab's mir überhaupt richtig gemerkt. Ich bin nicht gerade sehr gut im Namen merken. Das tut mir leid. Da brauche ich immer noch ein bisschen, bis ich mir einen Namen mal richtig gemerkt habe. Wow. Aber das ist nicht nur hier auf YouTube so. Das ist eigentlich bei jeder Person so, mit dem ich nicht gerade täglich zu tun habe. Ich denke mal, das ist vielleicht verständlich. Ich weiß es nicht. Er geht vielleicht den Au... an dem ein oder anderen genauso. Ab und zu mal. Na, komm. Na, komm, ich will diesen Mond. Mond. Wieso kriege ich ihn nicht? So knapp! Aha, ich hab ihn im Herzen der Galaxie. Ja, er hat mich eben gefragt, wegen der 100%, die ich ja eigentlich in diesem Projekt anstreben wollte. Was es damit jetzt so aus sich hat, weil tendenziell mache ich ja keine richtigen 100% momentan. Also es sieht nicht so aus, dass ich die 100% angehe, weil ich eben eine Welt nicht zu 100% beende. Das hat eben den Grund, dass ich eben... Ah, da mit dem Mond. Nein! Nein!
Nein, na komm her. Dankeschön. Am Rand der Galaxie. Im Herzen und am Rand. Alles klar. Dass ich eben jetzt mal wieder was Neues für mich sehen wollte. Und ich deshalb eben gesagt habe, okay, nein, wir verlassen jetzt diese Welt. Warte mal, wie kommt man denn da? Ach so, das ist das Ende. Nein! Fuck. Na, eigentlich egal, wir haben ja, denke ich mal, alle Monde in diesem Abschnitt. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal raus und nochmal hinein und dann schauen wir uns das nochmal an. Ob wir hier auch wirklich alle Monde eingesammelt haben in diesem Abschnitt. Okay, gut. Hier gibt es nichts mehr. Dann haben wir hier alles, was man einsammeln kann. Und ja, da ich eben ein bisschen was Neues für mich wieder sehen wollte, habe ich mir gesagt, okay, wir machen die Welt. Also ich will die ganzen Parts eben. Also ja, das Projekt an sich nicht unendlich weit strecken, wenn ich die ganzen Welten blind zu 100% machen würde, würden wir wahrscheinlich noch Ewigkeiten hier dann sitzen und irgendwann will ich dieses Projekt eben auch gerne mal beenden. Es liegt nicht unbedingt am Spiel selber, es macht mir immer noch Spaß und euch hoffentlich auch. Sondern, ja, ich will eben, wie gesagt, gerne auch mal wieder mal was anderes machen. Ich habe jetzt, wann hatte ich angefangen mit dem Projekt? Ich glaube, Ende Dezember, Anfang Januar herum, hatte ich, glaube ich, mit dem Projekt hier angefangen. Und was haben wir jetzt? April. Klar, hätte ich jetzt nicht so viele Pausen immer mal dazwischen gehabt, wegen privaten Sachen und allem, dann wären wir natürlich schon wahrscheinlich längst fertig. Vielleicht nicht mal unbedingt zu 100% durch, aber ich denke mal, wir hätten dann schon das Hauptprojekt in dem Sinne durch. Was meine ich mit Hauptprojekt? Ganz einfach, dass ich jede Welt gezeigt habe. Ich möchte eben erst einmal, wow, sehr orange, sehr farbenfroh hier. Ich will hier eben erst einmal, nein, nein, das wollte ich nicht, das hier schon. Na, das wird eine Scheißwelt. Das sehe ich doch jetzt schon. Wobei, die Mondphysik, die rettet einen hier so ein bisschen. Nur diese Typen hier sind nicht gerade sehr freundlich gesinnt anscheinend. Also ja, ich will eben bis zur nächsten Welt noch machen. Oh, okay, wir müssen irgendwie da hoch. Oh Gott. Oder gehe ich erst da hinten hin? Oder gehe ich doch erst da hoch? Weil da oben ist ein Mond. Das sehe ich schon. Aber so viel Zeit habe ich nicht mehr. Okay, ich glaube, das machen wir doch erst beim nächsten Mal. Denn, ja, wie gesagt, Zeit und so weiter. Ne? Also, ja, ich will eben alle Welten, verdammt, zeigen. Sprich, das Mondland, dann die finstere Seite und die stockfinstere Seite will ich machen. Da dann eben so viel, wie ich blind finde.
bis ich eben nicht mehr wirklich weiterkomme. Von alleine her. Ich sag mal nix, was ich gerade sagen wollte. Und eben danach, ja, werde ich dann eben in einem Stream mit euch zusammen die Monde suchen gehen, die mir noch fehlen. Da werde ich mir dann eben eine Internetlösung suchen oder ihr könnt mir dabei auch behilflich sein, wenn ihr wisst, wo die Monde noch sind, die mir noch fehlen. Und ja, dann werden wir nach und nach eben in Streams Monde jagen, die ganzen Cooper-Missionen machen und da werde ich ein bisschen trainieren zusammen mit euch. Die lila Münzen farmen und eventuell noch diese Luigi-Ballon-Jagd-Dingens da machen. Ja, das ist eigentlich so der Plan für die Zukunft und währenddessen werde ich dann eben irgendein neues Projekt starten. Aber was das genau wird, muss ich mal noch schauen. Naja, das war es jetzt aber erst einmal mit Super Mario Odyssey für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was mir gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hoffentlich diesen Abschnitt hier schaffen werden. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.